Namaste. In diesem Video möchte ich dir zeigen, was ich morgens mache, um meinen Körper für den Tag vorzubereiten. Ich finde, dass man morgens unbedingt Yoga machen sollte, denn es bringt den Vorteil, dass man schon mal etwas für sich selbst gemacht hat und so mit einer positiven Einstellung in den Tag hineinstarten kann. Und außerdem glaube ich, dass der Körper am Morgen das am meisten braucht, das Yoga. Lass uns gleich starten. Wir beginnen im Vierfüßlerstand, um die Wirbelsäule ein bisschen aufzuwärmen mit der Einatmung. Sanftes, hohles Kreuz, Blick nach oben. Mit der Ausatmung werde ganz rund im Rücken, Schulterblätter ziehst du auseinander. Mach jetzt einfach weiter in deinem eigenen Atemrhythmus und versuch möglichst die Atmung mit der Bewegung eins werden zu lassen. Also so wie, als hätte dein Körper die Atmung geheiratet oder zwei beste Freunde. Und dann beim nächsten Mal, wenn du rund wirst, schieb dein Becken zurück zu den Fersen und rollende Katze, komm wieder vor mit der Einatmung, mit der Ausatmung schieb dich wieder zurück. Atme ein, schieb dich vor. Atme aus, zurück. Noch einmal, komm ganz nach vorne und zurück. Geh mit den Händen zurück, bring die Knie zusammen und dann heb dein Becken, stell deine Zehen auf, setz dich auf deine Fersen, das gibt einen schönen Stretch und weckt deine Füße auf. Mit der Einatmung schieb dein Becken vor und öffne deinen Brustkorb weit, zieh die Schulterblätter hinten zusammen. Mit der Ausatmung zieh den Bauchnabel nach innen, Schulterblätter auseinander und gib dir eine Umarmung. Schieb wieder das Becken nach vorne, öffne den Front Body, vorderer Körper und wieder mit der Ausatmung rund werden. Noch ein paar Mal. Und vielleicht spürst du schon deine Zehen. Und dann kannst du von hier die Hände nach vorne bringen, Füße hinten kreuzen und dann rollst du dich zurück, setz dich auf deine Sitzbeinhöcker. Wir machen weiter mit dem Oberkörper und jetzt wollen wir ein bisschen den seitlichen Körper dehnen und auch noch Twists machen. Mit der Einatmung erstmal beide Arme Richtung Himmel. Mit der Ausatmung lass den rechten Arm nach unten und dafür streck einmal die linke Flanke. Die Sitzbeinhöcker sind gut geerdet und mit jeder Einatmung versuch noch ein bisschen mehr Raum zu schaffen zwischen den einzelnen Rippen, noch ein bisschen mehr Länge, mehr Freiheit in deinem Körper. Und loslassen. Die rechte Seite einatmen, ausatmen, bleib noch für ein paar tiefe und gleichmäßige Atemzüge. Und lösen. Atme ein, streck beide Arme zum Himmel, ausatmen, sanfter Twist nach rechts. Tiefe Einatmung, streck die Wirbelsäule, atme aus, sanfter Twist nach links. Wir machen den Twist jetzt ein bisschen intensiver, zurück zur Mitte mit der Einatmung, ausatmen, leg die rechte Hand ab, die linke Hand auf deinem rechten Knie und schau über deine rechte Schulter. Auch hier atme ein paar Mal tief in deinen Bauch hinein. Zurück zur Mitte mit deiner Einatmung und ausatmen, schau über die linke Schulter. Und stell dir vor, wie du mit jeder Einatmung länger wirst, mit jeder Ausatmung dreh dich vom mittleren Teil der Wirbelsäule noch ein Stückchen zurück, aber immer mit Respekt zu deinem Körper, hör auf deinen Körper. Geh nur so weit, wie es sich für dich heute Morgen gut anfühlt. Komm zurück zur Mitte, atme tief ein
Und mit der Ausatmung gehen wir in eine sanfte Vorwärtsbeuge. Entweder kannst du hier im Schneidersitz sein oder wenn du möchtest, komm direkt in Balasana, Stellung des Kindes. Dann, egal wo du gerade bist, Schneidersitz oder Stellung des Kindes, wir gehen von hier erstmal in die Planke und dann direkt in den Down Dog. Beug einmal dein rechtes Knie und schieb die linke Ferse Richtung Matte. Press in die Hände, schieb dein Steißbein Richtung Himmel nach oben. Und dann löse mal, mach die andere Seite. Und richtig fest in den Boden pressen mit beiden Händen, mit allen 10 Fingern. Schieb deine Sitzbeinhöcker Richtung Himmel nach oben. Und nochmal lösen. Blick nach vorne und beginne mit kleinen Schritten nach vorne zu gehen. Wenn du vorne angekommen bist, atme einmal ein und mach den Rücken ganz lang. Atme aus, beug dich tief nach vorne, nach unten und dann halte die gegenüberliegenden Ellbogen, bewege einmal den Kopf sanft, ja, ja, ja und auch mal nein, nein, nein. Löse die Hände und dann zieh dich Wirbel um Wirbel nach oben, Knie sind dabei leicht gebeugt und wenn du oben angekommen bist, zieh einmal die Schultern großzügig nach oben, nach unten, nach oben, nach hinten, nach unten und schüttel alles einmal aus. So, dann starten wir einmal mit ein paar energetisierenden Flows, die vielleicht auch ähnlich sind wie die Sonnengrüße. Mit der Einatmung streck einmal die Arme zum Himmel, blick nach oben, atme aus, von der Hüfte beug dich nach vorne, nach unten. Einatmen, Rücken lang, step den rechten und linken Fuß zurück in die Planke, schieb dich ganz nach vorne bis auf die Zehenspitzen und dann leg einmal die Knie ab, beug die Ellbogen, komm langsam runter und leg dich einmal komplett ab. Mach ein bisschen Raum für deine Beine, für deine Hüfte. Und dann leg die Fußrücken in den Boden, presst die Fußspitzen in die Matte hinein und mit der nächsten Einatmung hebe einmal die Brust komplett vom Boden ab, atme aus, komm nochmal zurück zum Boden. Einatmen, heb deine Brust, mach ganz viel Raum zwischen den Schlüsselbeinen, ausatmen, nochmal ablegen. Dieses Mal löse auch die Hände vom Boden. Atme aus, komm zurück. Dann machen wir das Ganze mit einem Twist. Die linke Hand nach vorne, die rechte Hand ein bisschen zurück. Pressen die Hände und schau mal über die rechte Schulter. Komm wieder Richtung Boden, leg dein Gesicht ab. Einatmen, komm hoch. Ausatmen, entspannen. Einatmen, aktivieren. Und heben, ausatmen, lösen. Wechsle mal die Hände. Rechte Hand geht nach vorne. Die linke Hand in der Nähe von deiner linken Schulter. Mit der Einatmung hochkommen. Und wieder mit der Ausatmung ablegen. Einatmen. Über die linke Schulter schauen. Und ausatmen. Kurz entspannen. Noch ein letztes Mal einatmen. Und ausatmen. Bring die Hände beide unter den Schultern, stell einmal die Zehen auf, aktiviere die Hände und deine Mitte, press dich hoch, ganz starke Arme und dann schieb dich hoch in den Down Dog. Streck einmal das rechte Bein zum Himmel, zieh dein rechtes Knie nach vorne, step den Fuß zwischen deine Hände und dann lass einmal dein linkes Knie runter. Hier wollen wir den Hüftbeuger dehnen und aber auch den Bauch, die Brust mit dem vorderen Teil des Körpers mit Anjayanasana. Atme jetzt tief ein, schaffe ganz viel Raum im Körper, streck dich. Ausatmen, beide Hände wieder zurück zum Boden.
Dann schiebe einmal dein Becken zurück, so dass sich dein vorderes Bein jetzt streckt. Flex den rechten Fuß. Mit deiner Einatmung mach die Wirbelsäule ganz lang und dann beug dich sanft nach vorne, nach unten. Ja, ganz sanft, so wie bei der Stellung des Kindes, so ist auch die Wirbelsäule ein bisschen wie ein Buckel, ein bisschen rund. Lass dich einmal komplett hängen, entspann dein Kiefer, dein Gesicht. Mit der nächsten Einatmung schieb dein Herz vor, schieb dein Becken nach vorne, streck einmal das hintere Bein und dann komm erstmal auf die Fingerspitzen hier. Press in die linke Hand mit der Einatmung, bleib lange Wirbelsäule und dann mit der Ausatmung vom Brustkorb aus, vom mittleren Teil deiner Wirbelsäule, beginne dich aufzudrehen. Sink noch ein bisschen in die Hüfte hinein. Als Option kannst du jederzeit dein Knie ablegen. Wir wollen ein bisschen weiter. Wir wollen auch den Twist beibehalten. Und jetzt kommen wir hoch mit dem Oberkörper. Das heißt, mach einmal deine Mitte ganz stark, um hier diese Asana zu halten. Und dann gehen wir weiter. Rechte Hand auf dem linken Oberschenkel. Als Option die Hand auf deinem Kreuzbein. Streck die linke Seite ganz lang. Und ich sehe schon, die Mücken kommen. Hier kann ich auch gleich Ahimsa praktizieren. Linkes Knie ablegen als Modifikation. Du entscheidest, was jetzt für dich gerade heute Morgen in deinem Körper möglich ist. Und dann beide Hände windmühlend zurück zum Boden. Step einmal zurück in die Planke. Roll dich über deine Zehen nach vorne. Leg nochmal die Knie ab. Beug die Ellbogen ganz nah am Körper und dann lass dich ganz runter. Atme ein, roll die Schultern weg von den Ohren, Cobra. Ausatmen, komm runter, stell die Zehen auf, press dich weg vom Boden. Und Adho Mukha Svanasana. Linkes Bein zum Himmel mit der Einatmung. Zieh dein Knie nach vorne, großer Schritt nach vorne. Leg dein rechtes Knie ab. Erstmal das Brustbein heben, die Füße gut erden. Mit der nächsten Einatmung schwing die Arme hoch. Mach einen Bogen mit dem Oberkörper. Tief atmen. Bis in die Fingerspitzen strecken und dann atme aus. Bring die Hände wieder zurück zum Boden. Schieb dein Becken nach hinten. Schau mal, dass die rechte und linke Hüfte in einer Linie ist. Flex den linken Fuß. Und dann schaffe erstmal ganz viel Länge mit deiner Einatmung und mit der Ausatmung. Beug dich nach vorne, nach unten. Ja, die Vorwärtsbeugen, die haben immer auch diese Einladung, nach innen zu schauen. Sie wirken beruhigend. Also ich liebe Vorwärtsbeugen und gleichzeitig in dieser Asana dehnen wir die Hinterseite vom Oberschenkel. Das fühlt sich immer gut an. Mit der nächsten Einatmung schiebe erstmal dein Herz vor, dein Becken nach vorne und jetzt streck das hintere Bein. Oder bleib mit dem Knie auf dem Boden als Option. Press in die rechte Hand, atme ein, Wirbelsäule strecken, ausatmen, twist und öffne den linken Arm. Beginne langsam deine rechte Hand vom Boden zu heben. Komm hoch, bleib in diesen starken Twist, starke Beine. Und dann platziere die linke Hand entweder auf dem Oberschenkel oder auf deinem Kreuzbein. Und jetzt strecken wir die rechte Seite, die rechte Flanke, den rechten Arm. Windmühlend beide Hände zurück zum Boden. Step zurück in deine Planke, atme ein, roll dich nach vorne. Dieses Mal gehen wir für einen ganzen Chaturanga. Beug deine Ellbogen, einatmen, schieb dich hoch, hinauf, schauender Hund, roll dich zurück, Down Dog. Leg einmal beide Knie ab, kreuz deine Fußgelenke, roll dich zurück. Und dann zum Abschluss gibt es noch eine hüftöffnende, sitzende
Vorwärtsbeuge, nämlich Baddha Konasana. Und in dieser Asana bleibe ich ganz gerne auch mal ein bisschen länger. So ein bisschen Yin zum Ausgleich zu all dem eher energetisierenden, stehenden Flow. Mit der Einatmung versuche erstmal Länge zu schaffen und dann mit der Ausatmung beug dich nach vorne, nach unten. Lass den Kopf einmal komplett hängen und geh wirklich nur so weit nach unten, wie es für dich jetzt richtig ist, wie es sich für dich und deinen Körper, deine Anatomie, deine DNA sich richtig anfühlt. Und alles andere ist unwichtig. Und dann komm langsam wieder nach oben. Und dann hier kannst du entweder Schluss machen und wenn du aber noch ein paar Minuten Zeit hast, dann leg dich noch auf den Rücken. Vielleicht machst du noch einen Twist und dann noch ein Shavasana. Schließ noch mal kurz die Augen, spür hinein. Zum Schluss spür einmal hinein, wie fühlt sich der Körper jetzt gerade an. Zum Vergleich, wie er sich am Anfang angefühlt hat, vor deiner Yoga-Praxis. Beobachte einfach gerade so, wie es sich anfühlt, du zu sein, dein Körper zu sein. Und dann bring die Hände zusammen vor deinem Herzen als Symbol der Dankbarkeit. Dankbarkeit gegenüber deinem gesunden Körper, gegenüber deiner Yoga-Praxis. Das Beste in mir wünscht das Beste in dir. Namaste.